Was haben wir die letzten Monate und Jahre erlebt? Wir haben erlebt offene Grenzen, eine Situation, dass man jeden bei uns hereinlässt. Jetzt könnte man sagen, was ist das? Ist das Fahrlässigkeit? Hat man nicht anders gekonnt, wie heute schon gesagt von dir, lieber Stefan? Werner Faymann, Tor mit Seitentürl. Hat man nicht anders gewollt, wie Christian Kern, wir lassen die Züge nach Deutschland fahren? War man im sogenannten Notstand, wie Angela Merkel, die gesagt hat, wir schaffen das und damit einen Pull-Faktor ausgelöst hat? Oder ist es vielleicht Vorsatz gewesen? Ist es vielleicht nach 9 Jahren einmal an der Zeit zu sagen, das ist dem politischen System nicht passiert, sondern das wollen sie tatsächlich? Schaut, es ist relativ einfach. Wenn ich hier die Restbestände meines vorigen Biers habe, und ich fülle das jetzt noch mit Wasser, dann ist es kein Bier mehr. Dann ist es ein Nehammerbier. Stimmt, ja. Stimmt. Danke. Gut Hölzerl geworfen. Könnte im nächsten Leben eine Soufflöse werden, ja. Dann ist es kein Bier mehr. Wenn ich eine gewachsene österreichische Nation habe, bestehend aus Steirern, Oberösterreichern, Tirolern, Kroaten, Italienern, Ungarn, Böhmen, Mähren, Schlesier, aus der Historie der alten Donaumonarchie heraus. Ein gewachsenes Österreich, für das wir beliebt sind, für die Kunst, für die Kultur, für die Architektur, für unsere Kulinarik, für diese Eigenheiten, für diese Bauernhäuser, für diesen Barock in Wien, für diesen Klassizismus, für unser Kästenbraten, für unsere Blasmusik, für unser Kernöl, für unseren Schilcher. Wenn wir es zulassen, dass du transkontinental, also außerkontinental, von anderen Kontinenten, Millionen von Menschen, nicht Kroaten, nicht Italiener, nicht Spanier, sondern aus anderen Kulturen und anderen Gesellschaften, die einfach anders sozialisiert sind, darüber können wir nicht hinweglügen, importierst, was bleibt von dir noch über? Nicht mehr das Österreich. Nicht mehr das Österreich einer Monarchie, nicht mehr das Österreich eines gewachsenen demokratischen Staates der letzten 80 Jahre, für das wir bekannt sind, Sound of Music. Nein, es ist die Nation als sinnstiftende Klammer eines Landes getilgt. Und das will man. Das will man. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Das will man. Man hat Angst vor den Nationen, man hat Angst vor der Selbstständigkeit und von der Souveränität einzelner Nationen und einzelner Länder und bricht daher diesen Ländern und den darin lebenden Menschen das identitätsstiftende Rückgrat.